Meine lieben Zuschauer, im gestrigen ersten Teil dieses Video-Zweiteilers über die zunehmende Bedeutung des Luftkrieges im Jahr 2024 habe ich euch erklärt, wieso die durch die neue Gleitbombentaktik der Russen ermöglichte Einnahme Awdijiwkas nur ein Pyrrhus-Sieg war. Und das, obwohl es sich um den ersten Fall seit über 2 Jahren Krieg handelt, bei dem die russische Luftwaffe wieder eine effektive Unterstützungsfunktion für die Bodentruppen ausüben konnte. Aber effektiv muss eben nicht effizient sein und in einem langen Krieg muss man beide Leistungskriterien erfüllen. Falls ihr den ersten Teil noch nicht gesehen haben solltet, schaut ihn euch jetzt unbedingt über den Link oben rechts bzw. in der Beschreibung an, um alle Zusammenhänge zu verstehen. Wie ich euch dort dargestellt habe, stehen die neuen hohen Verluste ukrainischer Luftabwehreinheiten, darunter sogar einiger Patriot- und NASAMS-Startgeräte, mit der Gleitbombentaktik der Russen in direkter Verbindung. Da die russischen Jagdbomber Sukhoi 34 beim Gleitbombenabwurf nämlich schon dutzende Kilometer vor dem Ziel abdrehen können, waren die Ukrainer gezwungen, ihre wertvollen Luftverteidigungsbatterien näher an die Front zu bringen und setzten sie so einem erhöhten Risiko aus, durch feindliche Drohnen entdeckt und dann mit Präzisionsraketen ausgeschaltet zu werden. Umgekehrt fehlen den Ukrainern deswegen auch Fotobeweise für ihre Abschüsse, da die russischen Jets ja nicht so nah an die Front heranfliegen und dann nicht in ukrainischer Sichtweite abstürzen. Das aber nur nebenbei bemerkt, weil die zahlreichen ukrainischen Abschüsse der Sukhoi 34 in den Kommentaren immer wieder aufgrund fehlender Fotodokumentation bezweifelt werden. Aber keine Angst, ich werde euch in diesem Video alle wichtigen Infos, Zusammenhänge und Hintergründe zur ukrainischen Luftverteidigung aufzeigen und vor allem die Frage klären, wie das angegriffene Land es 2024 schaffen kann, einen effektiven Sky Shield zu errichten, um dieses Jahr den Sieg am Himmel zu erringen. Schnallt euch gut an, denn wir werden uns dazu nicht nur durch eine Menge wichtiger Daten wie zum Beispiel Reichweiten und Kosteneffizienz wühlen. Ich werde auch versuchen, euch auf möglichst anschauliche Weise zu zeigen, wie der für die Ukraine so überlebenswichtige Luftschild konkret aussehen wird und welche Voraussetzungen dafür erfüllt werden müssen. Lasst uns aber vorher noch über ein anderes wichtiges Thema sprechen, das uns alle betrifft. Datenschutz im Internet. Ein komplexes Thema, das leider immer noch zu viele Menschen ausblenden, weil sie es nicht richtig verstehen. Das macht seine Folgen für jeden Einzelnen von uns aber nur noch schlimmer. Denn hast du dir schon mal überlegt, wer alles aus den Daten, die du im Netz in Formularen und so weiter hinterlässt, Rückschlüsse ziehen könnte? All diese persönlichen Daten werden nämlich von sogenannten Data Brokern überall abgegriffen, gesammelt, ausgewertet und dann zu einem Dossier über dich zusammengestellt. Mit dessen Hilfe kennen sie dich und dein Verhalten dann unter Umständen besser als du selbst. Tja, und dann machen sie dieses Geld zu richtig viel Kohle und verkaufen dein Verhaltensprofil an alle möglichen Unternehmen. Ihre Auswertungen können dabei auch jede Menge falsche Daten enthalten oder wirklich krasse Fehlinterpretationen deines Verhaltens im Netz darstellen. Du hast aber keine Möglichkeit mehr, sie zu korrigieren. Und dann wunderst du dich, warum du zum Beispiel vom neuen Arbeitgeber oder Vermieter abgelehnt wirst, plötzlich höhere Versicherungsbeiträge zahlen musst oder keinen Kredit von der Bank bekommst. Und zwar ohne den wahren Grund dafür je zu erfahren. Aber warte, denn das ist noch nicht alles. Die Data Broker verkaufen deine Daten nämlich nicht nur an seriöse Unternehmen, sondern auch an Betrüger. Diese bombardieren uns dann mit unerwünschten Anrufen, SMS und E-Mails oder versuchen uns gar auszunehmen. Leider haben wir keinerlei Kontrolle darüber, an wen alles die Data Broker unsere Daten verkaufen und was ihre Kunden dann daraus gegen uns stricken. Aber es gibt zum Glück einen Ausweg aus diesem Albtraum. Die Data Broker sind nämlich gesetzlich dazu verpflichtet, unsere Daten zu löschen, wenn wir sie dazu auffordern. Das Problem dabei: Es gibt tausende von ihnen und oft ist der Antragsprozess absichtlich kompliziert und frustrierend gestaltet. Deswegen resignieren viele Menschen einfach und lassen den ganzen Schmuh passiv über sich ergehen. Der Sponsor dieses Videos, Incogni, bietet genau dafür jedoch eine Lösung. Incogni übernimmt die Aufgabe, bei den Data Brokern aufzuräumen. Er stellt für dich nicht nur die Löschanträge, sondern setzt sie, falls nötig, sogar rechtlich durch. Dich kostet das nichts extra. Du meldest dich einfach bei Incogni an, beauftragst sie in deinem Namen, die Löschanträge durchzusetzen und verfolgst dann bequem auf einem übersichtlichen Dashboard, wie deine Daten nach und nach aus dem Netz verschwinden. Ohne einen solchen Service wäre es für einen normalen Menschen nahezu unmöglich, diese Löschanträge selbst zu bearbeiten und sich so vor Betrug und Diskriminierung zu schützen. Also, tu was Gutes für deine Datenhygiene und schau dir jetzt gleich Incogni über den Link in der Videobeschreibung an. Denn mit dem Rabattcode MarkReicher sicherst du dir auch noch 60% Rabatt aufs Jahresabo. Keine Peanuts.
Am Freitag, dem 24. November 2023, startete Russland einen Schwarm iranischer Shahid-Selbstmorddrohnen, die Städte wie Odessa, Kiew und andere nahe der Frontlinie angriffen. Bei diesem Angriff auf die Hauptstadt handelte es sich um den größten seit einigen Monaten. Die ukrainische Luftwaffe gab an, dass die vom Iran entwickelten Shahid-Drohnen aus zwei Richtungen kamen: Primorsko-Aktarsk und Kursk. Infolgedessen waren fast 200 Gebäude in Kiew, darunter 77 Wohnhäuser, für einige Stunden ohne Strom und ein 11-jähriges Mädchen wurde verletzt. Allerdings handelte es sich hierbei nur um einen Aufklärungsversuch der Russen, um das ukrainische Luftabwehrnetz zu testen und die Standorte der einzelnen Systeme zu identifizieren. Der ukrainische Sky Shield hatte bei diesem ersten großen Angriff des Winters 2023-24 eine Erfolgsquote von über 90%. Nicht nur dank moderner, vom Westen bereitgestellter Systeme, sondern auch dank des cleveren und innovativen Einsatzes alter sowjetischer Systeme. Doch die Ukrainer hatten sich zu früh gefreut. Auf diese Generalprobe folgte dann einen Monat später, am frühen Morgen des 29. Dezember, der große, scharfe Angriff. Die Russen feuerten mindestens 122 Marschflugkörper und ballistische Raketen sowie 36 Drohnen ab. Bei diesem nächtlichen und landesweiten Angriff, der bis zu 18 Stunden andauerte, wurden mindestens 58 Menschen getötet und mehr als 160 verletzt. Das war also definitiv kein Test mehr. Es wird angenommen, dass 18 strategische Bomber, darunter 9 Tupolev 95MS vom Luftwaffenstützpunkt Olenia im Gebiet Murmansk, für die Angriffe eingesetzt wurden, während einige der Raketen vermutlich vom Gebiet Kursk ausgestartet wurden. Außerdem ist es den Ukrainern nicht gelungen, auch nur eine einzige H-22 abzufangen. Es wurden auch H-101 gesichtet, die Täuschkörper abfeuerten, um die Abfangraketen abzulenken. 29. Dezember 2023. Russland versucht, die Ukraine mit Raketen zu überwältigen. Russland hat versucht, die ukrainische Luftverteidigung zu überlasten. Obwohl viele Raketen abgefangen wurden, kamen einige durch. Der Feind hat praktisch alles eingesetzt, was er in seinem Arsenal hat. Drohnen, Marschflugkörper und ballistische Flugkörper. Wir haben nicht die Mittel, um alles abzufangen. Auch in Odessa und Lemberg schlugen russische Raketen in Wohnblocks ein, mit verheerender Wirkung. Eine Quelle in der ukrainischen Verteidigungsindustrie deutet jedoch darauf hin, dass Russland vor allem Militäranlagen ins Visier genommen hat. Einige waren mit der Produktion von Raketen und Drohnen verbunden. Die Angriffe haben für den Feind eine strategische Bedeutung, um unsere Schlagkraft zu verringern. Beide Seiten befinden sich in einem Wettbewerb, um den Feind zu schwächen. Es ist ein Kampf darum, wer mehr feindliche Langstreckenwaffen zerstören kann. Fakt ist jedoch, im Winter 2023-24 gelang es Russland nicht mehr, die Energieinfrastruktur der Ukraine maßgeblich zu beeinträchtigen. Denn auch der nächste Großangriff, der schon am 2. Januar 2024 folgen sollte, sorgte nur für einen Stromausfall bei 250.000 Menschen, der relativ schnell wieder behoben werden konnte. Was hingegen immer öfter brennt, ist die russische Energieinfrastruktur und das sogar bis zu 5.000 Kilometer hinter der Front. In Jurga wurde ein Feuer an einem Abschnitt der Hauptgaspipeline gelöscht. In der Nacht zum 10. März kam es im Bezirk Beloyarski im Zuständigkeitsbereich des Unternehmens Gazprom Transgas Jugorsk zu einem Brand in einer linearen Anlage einer Gastransportorganisation. Das Feuer ist inzwischen gelöscht worden. 13. März 2024. Mehr als 10% der russischen Ölraffineriekapazitäten wurden diese Woche von der Ukraine zerstört. Es handelt sich um den jüngsten einer Reihe von Angriffen, mit denen die Ukraine versucht, die russische Exportindustrie zu schädigen. Wichtige russische Nachschublinien im Schwarzen Meer durch ukrainische Drohnen gekappt. Die maritimen Drohnen der Ukraine bestimmen den Krieg im Schwarzen Meer. Diese Roboterboote, die sogenannten USVs, haben eine beeindruckende Anzahl von Schiffen der russischen Marine versenkt. Aber ihre bloße Anwesenheit hat eine größere, möglicherweise strategische Auswirkung. Russland ist gezwungen, seine Nachschublinien zu verlagern. Und wie die Invasion in der Ukraine gezeigt hat, sind Nachschublinien der Schlüsselfaktor. Tja, wie du mir, so ich dir. Das nennt sich dann aktive Verteidigung, denn bekanntlich funktioniert ja auch Karma besser, wenn man etwas nachhilft. Aber über die Strategie und Erfolgsaussichten der Ukrainer, die Russen immer mehr auf ihrem eigenen Territorium anzugreifen, werde ich ein separates Video drehen. Vergesst also bitte nicht das Abo mit Glöckchen, falls euch dieses Thema auch so interessiert. Fakt ist nämlich, Russland hatte sich wirklich ins Zeug gelegt, seine Raketenproduktion auf Hochtouren zu bringen und alles abgefeuert, was es im letzten Jahr herstellen konnte. Außerdem wurden die Shahid-Drohnen mit Kohlefasern aufgerüstet und schwarz lackiert, um Radarsignale zu absorbieren. Der Sprecher der ukrainischen Luftwaffe, Juri Ihniat, erklärte: Wir können jetzt sehen, dass sie Kohlefaser verwendet haben. Kohlenstoff ist ein absorbierendes Material für Radarsignale. Und was die schwarze Farbe angeht, muss man kein Raketenwissenschaftler sein, um das zu verstehen. Doch pünktlich zu Putins Startschuss für seinen Winterterror kündigten Präsident Volodymyr Zelensky und sein Verteidigungsminister die Bildung einer Luftverteidigungskoalition aus 20 Nationen an.
Und zwar zeitgleich mit der Ankündigung Deutschlands, eine zusätzliche Patriot-Batterie und Iris-T-Abwehrsysteme in die Ukraine zu schicken. Und diese Nachricht war aus zwei Gründen von entscheidender Bedeutung. Denn ohne die westlichen Systeme säße die Ukraine nicht nur buchstäblich im Dunkeln. Nein, sie hätte es auch nicht geschafft, in der Schlacht um Avdiivka so viele Suchhois vom Himmel zu holen. Und die Russen könnten dann mit ihrer Gleitbombentaktik wirklich weitermachen. Aber schauen wir uns doch mal das ukrainische Luftabwehrarsenal etwas genauer an. Welche Systeme stehen konkret zur Verfügung und was sind ihre Eigenschaften? Auf diesen Videoaufnahmen eines nächtlichen russischen Angriffs sind Explosionen zu sehen, die typisch sind für Advanced Hit Efficiency and Destruction Ammunition, kurz AHEAD. Diese Abfanggeschosse sind so programmiert, dass sie eine Wolke von Zugprojektilen kurz vor dem Ziel freisetzen und damit Drohnen auch ohne einen direkten Treffer bekämpfen. In diesem Fall stammen sie wahrscheinlich von einem hochmodernen Skynex oder Skyranger Luftabwehrsystem, welche diese Art von Munition verwenden und im vergangenen Jahr in die Ukraine verlegt wurden, um ihre Luftabwehrfähigkeiten zu verbessern. Skynex und Skyranger sind zwei Systeme, die vom deutschen Rüstungskonzern Rheinmetall hergestellt und verkauft werden, obwohl das Originaldesign aus der Schweiz von der Firma Oerlikon stammt. Skynex ist ein wahrlich umfangreiches und komplexes Luftabwehrsystem, das es in verschiedenen Größen gibt. Die Ukraine erhielt zwei davon, die auf dem neuen Rheinmetall 8x8 Militär-LKW montiert sind und eine 35mm Oerlikon MK3-Kanone verwenden. Der Skyranger 30, die neuere Version des Skyrangers 35, ist auf dem Fahrgestell eines gepanzerten Fahrzeugs vom Typ Boxer aufgebaut und kann zusätzlich zur 30mm Revolverkanone zwei Kurzstrecken-Luftabwehrraketen mit einer Reichweite von rund 3000 Metern für die Kanone und 5 bis 8 Kilometern für die Raketen abfeuern. Westliche Systeme wie diese sind für den Schutz der ukrainischen Bevölkerung unerlässlich und ein zentraler Bestandteil des ukrainischen Luftabwehrschildes. Das Patriot-System oder Phased Array Tracking Radar to Intercept on Target ist der Rolls-Royce der Luftverteidigung. Er kann ein Objekt bis zu 100 Kilometer weit und bis zu einer Höhe von 24 Kilometern verfolgen, je nachdem welcher Raketentyp verwendet wird. Das System ist hochgradig optimiert und intelligent und wartet in der Regel mit dem Angriff auf ein Ziel, bis sich die höchste Trefferwahrscheinlichkeit ergibt. Diese liegt in der Regel zwischen 5 und 25 Kilometern. Und wie bereits eingangs erwähnt, veröffentlichte das russische Verteidigungsministerium am 9. März 2024 Aufnahmen der angeblichen Zerstörung ukrainischer Patriot-Abschusseinheiten durch eine russische Iskander-Rakete. Der Patriot-Konvoi soll sich dabei gerade in der Nähe von Pokrovsk in der Region Donetsk befunden haben. Zur Zeit der Aufnahme dieses Videos konnte jedoch nicht von unabhängiger Seite bestätigt werden, ob es sich tatsächlich um ein Patriot-System handelte oder etwa um S-300 oder NASAMS. Auf jeden Fall dürfen wir nicht vergessen, dass es in einem Krieg eben Verluste gibt, und zwar auf beiden Seiten. Es reicht daher nie aus, einfach nur einmalig Waffen zu liefern, die man gerade überschüssig hat. Entscheidend ist der konsistente Nachschub und dafür braucht man eine robuste und leistungsfähige Industrie, ausgeklügelte Logistik und vor allem den politischen Willen. Zur Einordnung des Iskander-Treffers vom 9. März ist jedoch wichtig zu verstehen, dass der Launcher, also das Startgerät an sich, den billigsten und am leichtesten zu ersetzenden Bestandteil des Systems bildet. Viel wertvoller sind nämlich die Kontrolleinheiten. Denn das MIM-104 Patriot ist mehr als nur ein LKW mit Raketen. Es verfügt über ein Hightech-Radar, das Überwachung, Verfolgung und Bekämpfung potenzieller Ziele kombiniert, einen Feuerleitstand, auf Englisch Engagement Control Station, kurz ECS, als Kommandozentrale, einen Richtfunktrupp mit Antennenmastanlage, eine Stromversorgungsanlage mit 250 Kilowatt Generatoren, ein Multifunktionsradar und insgesamt 8 Startgeräte mit je 4 Flugkörpern, die manuell und ferngesteuert bedient werden können. Es könnte also durchaus sein, dass es beim Iskander-Treffer vom Samstag außer den LKW-Fahrern keine weiteren Opfer gab und eben nur 2 von 8 Abschussbatterien des Systems verloren gingen. Dafür, dass es sich um den ersten von russischer Seite dokumentierten Treffer seit Kriegsbeginn handelt, also keine schlechte Bilanz für die Überlebensfähigkeit des Patriot-Systems. Als Munition erhielt die Ukraine von ihren westlichen Verbündeten PAC-3-Raketen, die neueste, effizienteste und kompakteste Raketenfamilie, die über 4 Millionen Dollar pro Rakete kostet. Das ganze System mit allen Einheiten kostet etwa 1 Milliarde Dollar, was etwas teurer ist als die 800 Millionen Dollar teuren russischen S-400-Systeme. Ihr seht aber, wirklich leistungsfähige moderne Luftabwehrsysteme sind alles andere als Peanuts. Und ihre Zerstörung stellt schon einen mächtigen Schlag ins Kontor dar. Auf der anderen Seite, insgesamt wurden bereits über 1100 Patriot-Startgeräte und über 10.000 Raketen gebaut. Alleine die USA haben 486 davon im Einsatz. Der Gesamtbestand der Bundeswehr wurde 2006 auf 192 Abschussbatterien geschätzt, von denen nun mutmaßlich 2 von den Russen in der Ukraine zerstört worden sind. So viel also zu den Maßstäben und zur tatsächlichen Signifikanz dieses großen Triumphs der Russen, den jetzt all ihre Militärblogger als große Wende bejubeln.
Vor allem bildet Patriot ja nur ein Schlüsselsystem, das in der Ukraine zum Einsatz kommt. Also kommen wir zum nächsten, dem NASAMS. NASAMS steht für National Advanced Surface-to-Air Missile System und besteht aus einem Gefechtsstand, Sensoren, einem Radarsystem und Munition, die von einer freistehenden Gondel oder dem Heck eines LKWs abgefeuert werden kann. Sein Radar kann Bedrohungen in einer Entfernung von bis zu 125 Kilometern erkennen, abhängig von Faktoren wie Wetter und Zielgröße. Aber der große Vorteil gegenüber Patriots, dass NASAMS nutzt dieselbe Art von Raketen wie die AMRAAM, die von westlichen Kampfjets eingesetzt werden. Diese kosten bis zu 300.000 US-Dollar pro Stück und sind damit billiger als die Patriot-Raketen. Außerdem sind seine Abschussbatterien auch mit einer weitaus größeren Zahl an Geschossen bestückt. Ein ähnliches System wie NASAMS ist das deutsche IRIS-T-SLM, was für Infrared Imaging System Tail Vector Control Surface Launch Medium Range steht. Es wurde von der Firma Diehl Defence im schönen Überlingen am Bodensee entworfen und entwickelt. Wie die NASAMS ist es für den Einsatz von Raketen konfiguriert, die ursprünglich für Kampfjets entwickelt wurden. Diese wärmesuchenden Flugkörper verfügen über eine mittlere Reichweite von etwa 32 Kilometern und haben sich vor allem beim Abfangen russischer Marschflugkörper bewährt. Das System verfügt über ein Multifunktionsradar mit einer Reichweite von rund 250 Kilometern. Das nächste System in unserem Katalog ist das Hawk, der Vorgänger der Patriot. Einige aktive Hawk-Versionen sind bereits bis zu 50 Jahre alt, weswegen sie in den USA nicht mehr eingesetzt werden. Viele US-Verbündete schätzen sie jedoch nach wie vor, darunter Spanien, das angekündigt hat, 6 weitere Systeme in die Ukraine zu schicken. Die Hawk wurde im Laufe der Jahre jedoch mehrfach modernisiert und modifiziert. Die erste Version hatte eine Reichweite von bis zu 25 Kilometern und konnte eine Höhe von bis zu 14 Kilometern erreichen. Aber die Reichweite der modernisierten Version wurde auf 40 Kilometer erhöht und die Höhe auf 18 Kilometer. Wie ihr seht, haben alle Systeme von der Skynex bis zur Patriot unterschiedliche Eigenschaften und Einsatzbereiche und jedes hat seine Vor- und Nachteile, wie zum Beispiel die Kosteneffizienz. Und Präsident Zelensky sagte einmal, dass man 50 Patriot-Batterien bräuchte, um die gesamte Ukraine schützen zu können. Der Punkt ist aber, dass selbst das wahrscheinlich nicht ausreichen würde, da die Luftabwehrsysteme selbst ja auch geschützt werden müssen. Die beste Luftverteidigung ist daher nicht ein einzelnes System, sondern ein integriertes Netzwerk von Systemen, die über ein bestimmtes Gebiet verteilt sind, sich gegenseitig schützen und über ein zentrales Kommando verbunden sind. Um sich weiterhin dem russischen Sturm aus der Luft erwehren zu können, braucht die Ukraine eine Kombination verschiedener Systeme. Die Skyranger und Gepards bieten sehr effektiven Schutz vor Drohnen. Die Patriots können Marschflugkörper, ballistische Raketen und Kampfbomber abschießen, um zum Beispiel die Frontsoldaten vor Gleitbombenangriffen zu schützen. Also schauen wir uns doch mal etwas genauer an, wie der Sky Shield der Ukraine in diesem Jahr aussehen könnte, damit es das Jahr des Sieges in der Luft wird. Der Sky Shield über der Ukraine. Bevor wir fortfahren, lasst mich an dieser Stelle bitte meinem Partner United24 Media danken, der mir viel wertvolles Bildmaterial für dieses Video zur Verfügung gestellt hat. Besucht bitte seinen YouTube-Kanal, denn er enthält viele interessante Videos über die Ukraine. Außerdem möchte ich euch auch auf den neuen Podcast Wertewesten hinweisen, den ich regelmäßig mit Thorsten Heinrich aufnehme. Ich werde ihn euch der Einfachheit halber auch verlinken. An dieser Stelle schon mal viel Spaß. Aber zurück zum Thema. Nach Russland ist die Ukraine der größte europäische Flächenstaat und auch nachdem infolge des Krieges viele Millionen aus dem Land geflohen sind, leben dort immer noch über 33 Millionen Menschen, die täglich vom Krieg bedroht sind, auch wenn sie sich nicht in direkter Nähe der über 1000 Kilometer langen aktiven Frontlinie befinden. Um die Ukraine weiterhin bombardieren und terrorisieren zu können, importiert Moskau für viel Geld Waffen aus dem Iran und Nordkorea, baut seine Produktion von Shahid-Drohnen in Russland selbst auf und erhöht die Produktionskapazitäten für fast alle Arten seiner eigenen Raketen. Es wird erwartet, dass der Aggressor seine Produktion im Jahr 2024 von 100 auf über 200 Angriffssysteme pro Monat erhöhen wird. Die Bedrohung für den ukrainischen Luftraum und die Menschen wird von Tag zu Tag größer. Und wie ihr gesehen habt, wurde die Ukraine allein zwischen dem 29. Dezember und 2. Januar von mindestens 500 Raketen und Drohnen angegriffen. Der Punkt ist, dass die Ukraine mehr als nur eine engmaschige Luftverteidigung braucht, um dieses riesige Land und seine Bevölkerung vor dem russischen Terror von oben zu schützen. Die Ukraine braucht einen Luftschutzschild, der seinen Namen wirklich verdient, nach dem Vorbild des Iron Dome Israels. Also, was ist nötig, um einen solchen Luftschutzschild über der Ukraine zu errichten? Nun,
Luftverteidigung kann nicht als etwas Statisches oder Starres betrachtet werden, sondern erfordert ständige Wartung, Mobilität, Feinabstimmung und Aufrüstung. Es handelt sich mitunter um eine logistische Meisterleistung. Die Systeme und ihre Komponenten müssen ständig rotiert und repositioniert werden, damit der Feind nicht herausfinden kann, wo ihre Luftabwehrsysteme stationiert sind. Sie müssen in der Lage sein, sich an verschiedene, sich ständig ändernde Bedrohungen anzupassen. Von kleinen Zielen wie Kampfdrohnen über größere, sich langsam bewegende Ziele wie Hubschrauber bis hin zu schnelleren, hochmodernen Kampfjets oder sogar hochmodernen Hyperschallraketen. Der Feind lernt ständig dazu und passt sich an. Hierzu feuert er eine Vielzahl von Geschossen ab, nur um die Strukturen und Eigenschaften des Luftverteidigungsnetzwerks herauszufinden, um sie dann mit Hilfe der gewonnenen Informationen zu überlasten und auszuschalten. Und wenn ihm das gelingt, kann er seine Primärziele viel besser und verlässlicher treffen. Ein effektiver Schutzschild besteht daher aus vielen Schichten, die das ganze Netzwerk für den Feind so komplex und undurchsichtig wie möglich machen. Im Idealfall kommunizieren und interagieren die vielen Systeme des Netzwerks nahtlos miteinander, sodass jedes System einen bestimmten Verantwortungsbereich übernimmt. Einige Luftverteidigungssysteme dienen zum Beispiel dem Schutz anderer. Der Schutzschild muss von der Nulllinie, dem allerersten Graben, in dem kein Soldat vorrücken kann, solange feindliche Flugzeuge patrouillieren, bis hin zum Hinterland reichen, wo der Feind versucht, die kritische Infrastruktur und Wirtschaft zu zerstören. Brücken, Kraftwerke, Fabriken und Seehäfen. Aber eigentlich beginnt alles auf feindlichem Gebiet. Der wichtigste Teil ist nämlich die Aufklärung. Informationen, die verraten, über welche Fähigkeiten der Feind überhaupt verfügt, was er wann und wie abfeuern kann. Anhand dieser Informationen muss der Koordinationsstab der Luftabwehr blitzschnell reagieren und seinen Schutzschild entsprechend konfigurieren. Das heißt, die einzelnen Systeme repositionieren, richtig aufmunitionieren und so staffeln, dass sie sich idealerweise gegenseitig schützen. Das spart Ressourcen und schafft Puffer. Aber das Beste, was man machen kann, ist, den Feind anzugreifen, bevor er einen Angriff starten kann. Bereits in der Nacht zum 15. Januar hat die ukrainische Luftwaffe ja erfolgreich den ersten russischen Beriev A-15 Frühwarn- und Kontrolljet abgeschossen. Außerdem zur gleichen Zeit und auch über dem Asowschen Meer ein Richtfunkflugzeug, die Ilyushin IL-22. Bei beiden handelt es sich um sehr wertvolle Ziele. Es gibt nur etwa 12 Ilyushin 22 und nur etwa 9 A-50, von denen aufgrund der Wartungsintervalle immer nur die Hälfte einsatzbereit sein kann. Die 330 Millionen Dollar teure A-50 ist die russische Version der NATO-AVEX-Flugzeuge. Das sieht man schon an der großen Radarschüssel auf dem Rumpf, an der beide Modelle leicht zu erkennen sind. Sie können in großen Höhen fliegen und bieten tiefe Einblicke in den ukrainischen Luftraum. So können sie ankommende Raketen und Drohnen aufspüren und auch feindliche Kampfjets ausmachen. Dieses Radarsystem mit großer Reichweite ist in der Lage, den russischen Luftkommandeuren ein Gesamtbild des Kampfgebiets zu liefern, so dass sie ihre Flugzeuge besser koordinieren können. Ohne die A-50 werden die Einsätze der russischen Luftwaffe viel primitiver und eingeschränkter sein, quasi im Makroblindflug. Der Bestand an Ilyushin 22 ist zwar größer und das Flugzeug ist auch günstiger, dafür ist aber ihre Fracht umso kostbarer. An Bord befindet sich nämlich das Luftwaffenkommando, das mit den Daten der A-50 arbeitet, um alle Luftwaffenoperationen zu steuern. Die A-50 und IL-22 arbeiten also im Tandem. Das Bemerkenswerteste ist jedoch, dass sie gleichzeitig sehr wertvoll und sehr verwundbar sind, da es sich um langsame, nicht sehr wendige Flugzeuge handelt. Daher sollten sie sich eigentlich in großer und sicherer Entfernung von feindlichen Bedrohungen aufhalten. Und hier kamen gleich zwei, sagen wir mal, unglückliche Fügungen für die Russen zusammen. Zum einen gelang es den Ukrainern, die Radarsysteme der Russen auf der Krim zu zerstören, sodass die russischen Aufklärungsflugzeuge gezwungen waren, bis aufs Asowsche Meer heranzufliegen. Tja, und dann haben es die Ukrainer geschafft, entweder ihre Patriots oder ein anderes System so geschickt und verdeckt in die Nähe der Front zu bringen oder gar seine Reichweite zu erhöhen, dass sie die Russen abschießen konnten. Wie genau unterliegt natürlich der Geheimhaltung? Rabotjena, der nächstgelegene Punkt des ukrainisch kontrollierten Territoriums, ist nur etwa 85 Kilometer vom Asowschen Meer entfernt und damit theoretisch in Reichweite des Systems. Auf jeden Fall handelt es sich um einen großen Verlust für Russland. Ihr Plan, mit der Gleitbombentaktik voranzukommen, ist dadurch erst recht Makulatur. Ohne ausreichende Radaraufklärung werden die dafür in Frontnähe benötigten Sukhoi-Jagdbomber ein noch besseres Ziel abgeben.
Luftabwehrsysteme mit hoher Reichweite in der Nähe der Frontlinie zu platzieren, ist ein risikoreiches Unterfangen, kann sich aber auch in hohem Maße auszahlen, selbst wenn man dabei einige Systeme verliert. Ihre Radare mit hoher Sendeleistung senden starke Signale aus, die von russischen Aufklärungsflugzeugen wie denen an Bord der A-50 entdeckt und geortet werden können. Deswegen konzentriert sich die Ukraine nun auf die Eliminierung dieser schwer ersetzbaren Flugzeuge, ob in der Luft oder am Boden. Die Ironie dabei ist, dass die abgeschossenen A-50 womöglich, wie vorhin erwähnt, durch die unerwartete Kombination von zu Kurzstreckenraketen gehörenden Radaren mit Langstreckenraketen in falscher Sicherheit gewiegt wurden. Vereinfacht gesagt werden Luftabwehrsysteme nämlich in drei Hauptkategorien eingeteilt: Systeme mit kurzer, mittlerer und langer Reichweite. Kurzstreckensysteme können tragbare Manpads oder manövrierfähige bodengestützte Systeme wie die Avenger sein. Ihre Reichweite beträgt in der Regel nur ein paar Kilometer. Mittelstreckensysteme wie das Iris-T, das eine wärmesuchende Rakete abfeuert, haben eine Reichweite von etwa 32 Kilometern. Zu den Langstreckensystemen gehört die berühmte Patriot, die ein Objekt auf über 100 Kilometer und bis zu einer Höhe von über 24 Kilometer verfolgen kann, je nachdem, welche Rakete sie verwendet. Ihr könnt euch also eine Art Glocke um ihre Stellung herum vorstellen, aber das System agiert wie gesagt intelligent und wartet normalerweise mit dem Angriff auf ein Ziel, bis es die höchste Trefferwahrscheinlichkeit hat. Das ist normalerweise irgendwo zwischen 5 und 25 Kilometern. Tja, und jetzt kommt wohl auch noch der neue, bisher hochgradig geheim gehaltene Joker IBCS ins Spiel, mit dem man diese Systeme flexibler rekombinieren kann, so dass sie für die Russen vollkommen unberechenbar werden. Aber wie viele Systeme bräuchte man also, um einen soliden Sky Shield über der Ukraine zu errichten? Nun, es ist klar, dass Präsident Zelenskys Forderung nach 50 Patriot-Batterien völlig unrealistisch ist. Jedes System braucht eine Mannschaft von 90 speziell ausgebildeten Soldaten, um es zu bedienen. Außerdem ist es extrem teuer und von Lieferungen aus den USA abhängig. Und in diesem Krieg geht die Munition schnell zur Neige. Die PAC-3, die einzige Rakete, die die USA derzeit für das Patriot-System liefern, kostet rund 4,1 Millionen US-Dollar pro Stück. Wenn es darum geht, ein teures Flugzeug oder eine Rakete abzuschießen, die ein kostbares Ziel bedroht, geht die Kosten-Nutzen-Rechnung zugunsten der Ukraine auf. Aber für andere Bedrohungen sind alternative Systeme wie das Iris-T, das ältere Hawk oder sogar das hochmoderne Skynex im Vergleich viel billiger und daher unverzichtbar. Im Januar war das System Franken-Sam zum ersten Mal im Kampfeinsatz. Sein an Dr. Frankenstein anspielender Name ist kein Zufall. Es kann westliche Raketen aus sowjetischen Startgeräten feuern. Flexibilität ist eben Trumpf. Die Ukrainer haben ihr eigenes Bodenluftraketensystem. Was sie nicht haben, sind Fabriken, um es herzustellen. Der Ukraine gehen die Raketen für ihre wichtigen S-300 Bodenluftraketenbatterien aus. So wie es aussieht, gibt es eine lokale Lösung, aber es könnte für die Ukraine unmöglich sein, sie in großer Zahl herzustellen. Das SD-300 ist ein einzigartiges ukrainisches Luftverteidigungssystem. Es könnte das sowjetische S-300-System ersetzen, allerdings nur, wenn die industriellen Kapazitäten für eine Massenproduktion vorhanden sind. Die SD-300-Rakete soll eine Reichweite von nicht weniger als 100 Kilometern haben. Das ist ungefähr so weit, wie eine S-300 schießen kann. Aber die Reichweite ist nicht das Problem. Die Ukraine zog mit rund 50 S-300-Batterien in den Krieg, die hunderte von Starterfahrzeugen umfassen. Kiew braucht weitere 18 bis 20 Batterien, um die S-300 vollständig zu ersetzen, da der Bestand der ukrainischen Luftwaffe an sowjetischen Raketen in den kommenden Monaten zu Ende gehen könnte. Aber ein weiterer entscheidender Faktor sind Kampfjets. Laut Brigadegeneral Serhii Holobotsow, dem Chef des Luftwaffenkommandos der ukrainischen Streitkräfte, ist die Ausbildung ukrainischer Piloten für die F-16 fast abgeschlossen. Die Ukraine braucht mindestens 3 oder 4 Staffeln mit je 12 bis 16 F-16-Kampfjets, um die Luftüberlegenheit nur in bestimmten Sektoren der Frontlinie zu erlangen. Und vergesst bitte nicht, dass jedes einzelne Flugzeug einen enormen logistischen Aufwand für Wartung, Reparatur und Munitionsnachschub mit sich bringt. Denn auf diese warten nicht nur die Patriots, sondern auch schon der nächste Rule Changer aus dem Westen. Dänemark sagt, dass die Ukraine diesen Sommer die ersten F-16 bekommen soll. Die anderen Länder, die der Ukraine General Dynamics F-16 Fighting Falcons zugesagt haben, sind die Niederlande, Norwegen und Belgien. Weitere Länder bilden ukrainische Piloten aus. Der große Vorteil der F-16 gegenüber der Patriot: ihr Munitionsnachschub ist nicht von Donald Trumps Gnaden abhängig. Die Europäer können sich hier voll reinhängen und die Ukrainer mit geballter Kraft unterstützen, so dass das Jahr 2024 wirklich zu ihrem Sieg in der Luft werden kann, nachdem 2023 den Sieg auf dem Meer gebracht hat. Denn dann wäre eine weitere Voraussetzung erfüllt, damit das Jahr 2025 auch zum Sieg auf dem Boden wird. Und zwar ohne eine verlustreiche, massierte, mit dem Kopf durch die Wand-Offensive. Ohne echte Möglichkeit zu kombinierter Kriegsführung, wie es das Pentagon 2023 wollte. Und deswegen dürft ihr euch schon bald auf das nächste Video von mir zum Thema Luftkrieg in der Ukraine und zur F-16 freuen.
Vergesst also bitte nicht das Abo mit Glöckchen, um es ja nicht zu verpassen. Schließlich haben wir ja noch so viele Themen offen. Was ist zum Beispiel mit Scholz? Wie lange kann es sich Russland noch leisten, All-In zu gehen? Und noch viele Themen mehr. Aber keine Angst, die Videos kommen. Schreibt mir doch in die Kommentare, welche Fragen euch am meisten wurmen. Und was meint ihr? Wer wird in der Luft siegen? Die Ukraine oder Russland? War Avdiivka wirklich ein Pyrrhus-Sieg oder doch der Kipppunkt in diesem Krieg? Also hinterlasst mir bitte eure anregenden Kommentare. Like dieses Video, falls ihr dabei etwas gelernt habt. Und teilt es bitte auch mit euren Freunden und in den sozialen Netzwerken. Gerne könnt ihr meine Arbeit auch mit einer freiwilligen Spende über den Link in der Beschreibung unterstützen. Vielen Dank, macht's gut und bis zum nächsten Mal.